top of the world. Can you hear me? I am screaming from the top of the world. Stunde und wir wussten gar nicht, dass wie erfolgreich das hier ist. Und dann waren wir völlig begeistert davon, wie viele Leute dann aufgekommen sind zur Autogrammstunde. Und dass man hierher kommt und dann so von 10.000 Menschen irgendwie Emotionen spürt. Und das war total schön auf jeden Fall. Menschenähnlich, das war auch immer so ein Lebensgefühl, was wir hatten. So. Und das war eigentlich eine Sache, die uns früher schon begleitet hat in unserer Kindheit, dass wir uns manchmal irgendwie wie Aliens gefühlt haben. Und dann ist uns das einfach, passt es auch ganz gut zu unserem jetzigen Leben, weil es ist ja überhaupt nicht normal. Und irgendwie ist es, wissen wir selber, dass es total strange ist, das Leben, was wir führen. Und darum hat auch dieser Albumname Humanoid dann gut gepasst. Gibt es etwas für euch, wo ihr auch sagt, ihr seid, also das macht euch total kirre. Und die andere Frage ist, ob ihr in der Schulzeit auch schon so hot wart. Also ich auf jeden Fall, die anderen drei eher nicht. Yo, sí, dice, nosotros también. Also was mich total verrückt macht oder aufgeregt macht, sind Freizeitparks. Ich bin wie ein kleines Kind, wenn ich irgendwie Achterbahn fahren kann. Und also das hat man halt auf jeden Fall auch so ganz normale Sachen, die einen begeistern. Und ansonsten, ja, also wir sind auf jeden Fall in der Schulzeit immer auch schon so rumgerannt. Also wir sind auf jeden Fall genauso wie wir jetzt hier sitzen, also natürlich irgendwie in jünger und mit weniger Augenringen, sind wir dann zur Schule gegangen irgendwie und saßen so da auch jeden Tag. Und das war natürlich irgendwie, das war schon eine krasse Zeit. Also eigentlich war unsere Schulzeit ganz, ganz schlimm. Also wir sind froh, dass wir hinter uns sind. Außer Atem! Meine Lunge tut weh, weil wir hoch rein gesinkt. Ja. It's raining today. The blinds outside is always the same. I tried all the games that they play, but they made me insane. Oh, das ist aber schön hier mit den Felsen. Ja. Geil. Warum haben alle an Badehosen gedacht, außer ich? Ich dachte, wir sind irgendwo in so einer Großstadt. Ich wusste nicht mal, dass es ans Meer geht. Ihr chillt hier am Strand, wird das euch gut gehen in Mexiko? Oder täuscht ihr einen? Naja, also jetzt lassen wir es uns gerade gut gehen. Wir haben heute, ausnahmsweise fängt es ein bisschen später an. Wir sind jetzt immer ganz früh aufgestanden und heute können wir zum ersten Mal ein bisschen auch Tageslicht genießen, ein bisschen Sonne.
und fangen aber auch gleich wieder an. Also wir haben jetzt irgendwie den Nachmittag ein bisschen frei gehabt heute mal und konnten mal uns hier von dem schönen Wetter überzeugen in Acapulco und uns an den Strand legen. Wir haben auch ein echt schönes Hotel und die anderen Jungs liegen gerade alle am Pool. Und wir haben alle lecker gegessen. Hier schön Fast Food. Das ist schon eher eine Ausnahme, oder? Das ist eine Ausnahme, ja. Ja, nee, also sonst kommen wir ja dazu gar nicht und eigentlich ja, kommen wir ja kaum raus aus dem Zimmer dann irgendwie. Und heute sind wir auch alle extra ein bisschen früher dann aufgestanden, freiwillig, um ein bisschen dann mal rauszukommen und das Wetter zu genießen und ein bisschen Energie zu tanken. Und morgen geht es ja dann auch schon wieder zurück. Und heute Abend ist ja die TV-Show noch. Und ja, wir starten dann aber auch gleich wieder. Jetzt gehen wir zum roten Teppich lang. Geh zum roten Teppich. Jetzt laufen wir gerade zum roten Teppich an. Das ist ja alles irgendwie ein bisschen anders organisiert heute. Ja. Und zu Telehit, zum roten Teppich geht's jetzt und Interviews. Auf Spanisch natürlich. Habt ihr ein bisschen gelernt worden, ne? Ja. Excited about our tour kickoff on February 22nd. And on our trip all over Europe, we will visit more than 30 cities with our Welcome to Humanoid City tour, and it will be the most spectacular live show we've ever had. To create something really special for you, we work together with stage designer Missy Buckley, and we also get creative with the twins Dan and Dean of D-Squared. Hello, the endless world. Hello, we still stand in here with you. We can promise this will be the biggest and best Tokyo Hotel show you've ever seen. We play all the songs from Humanoid and also some of our favorite old songs. Take care and see you soon. So two double double without tomato, with French fries, yeah, a cheeseburger.